So, da das BBK eine Pause einlegt, damit die Halbfinalpaarungen gedreht werden können, bekomme ich eine Analysenpause und gehe euren Videowünschen nach. Einige von euch haben sich eine neue Rap-News-Folge gewünscht, der ich gerne nachkomme. Bisher habe ich für dieses Format noch keinen passenden Namen gefunden. Falls ihr Vorschläge habt, direkt in die Kommentare damit. Gary Washington, der im Moment an seinem Album mit dem interessanten Namen Tape 24 arbeitet, veröffentlichte vor kurzem einen Track aus seinem Album mit dem Namen G-A-R-Y. Der Track wurde in den sozialen Netzwerken zum Teil sehr negativ aufgenommen. Viele kritisierten die angeblich unpassende Hook und auch die Beatwahl von Gary. Auch einige Szenen aus dem Video, wie die Dachbodenszene, in der sich Gary an eine Kinderpuppe drückt, wurde nicht von jedem positiv aufgenommen. Die Kritik scheint nicht ganz an Gary Washington vorbeigegangen zu sein. Er postete nämlich ein kurzes Statement zu seinem Track, in dem er darauf hinweist, dass Kunst immer im Auge des Betrachters liege. Mir persönlich hat besonders das Video gefallen. Mir gefiel die ausgewählte Location und die zum Teil zweideutigen Szenen sehr gut. Jeder bekommt die Chance, das hineinzuinterpretieren, was ihm gerade einfällt. Genau das sollte gute Kunst bewirken. Das Video wurde nach Angaben des Videoproduzenten Dupasch nachträglich im Format und mit Blackbars verändert, worunter anscheinend auch die Qualität ein wenig gelitten hat. Wer das komplette und unverfälschte Video begutachten möchte, findet es auf dem Facebook-Kanal von Dupasch. Link in der Videobeschreibung. Wie hat euch der Song gefallen und welche Erwartungen habt ihr vom Tape 24? Songanalysen und Erwartungen einfach unten in die Kommentare. Auch vom Kaiser der Wii-Vergleiche gibt es Neues. Er veröffentlichte vor kurzem sein kostenloses Plexuminar-Tape. Auf dem Tape wird Perplex musikalisch von seinen Schmatzfabrikanten Mojo und Kanakan unterstützt, sowie von Medast, Diho und dem K-Element. Für alle, die es interessiert, welchen genialen Vergleich Perplex 23 für Kinda Grey gefunden hat, der sollte sich das Tape unbedingt runterladen. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Genauso wie einen Link zu dem Interview mit Perplex 23, das sehr unterhaltsam war. Die Punchline der Woche geht ganz klar an die Lyant Line von Neo, der im JBB verdient gewonnen hat und der auf meiner Facebook-Seite die mit Abstand meisten Likes für seine Punchline bekommen hat. Gegen wen würdet ihr Neo in der nächsten Runde am liebsten battlen sehen? Hashtag-Abstimmung unten in den Kommentaren. Ich habe mich persönlich in dieser Woche über die netten Worte von Entertainment gefreut, der in seinem Fanfragen-Interview meine Analysen zu ihm lobte und mir ein Interview bei meiner ersten Million versprochen hat. Was die Punchline-Ente allerdings noch nicht recherchiert hat, ist folgendes: Ich habe mit meinem Zwergenkanal bereits die zweite Million geknackt. Ich denke, dass ihr ihm diese Info gerne einmal zukommen lassen solltet. Apropos zukommen lassen, ihr könnt mir eure Wünsche für die Themen der nächsten News-Folge auch gerne zukommen lassen. Die Links zu meinen sozialen Netzwerken findet ihr alle in der Videobeschreibung und vielleicht finden wir zusammen auch einen passenden Namen für dieses News-Format. Für eure Vorschläge bedanke ich mich schon mal im Voraus und falls ihr die nächsten News-Folgen verpassen wollt, dann würde ich dringend von einem Abo abraten.